muss ich auf private Renteneinnahmen gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein ganz heißes Thema, was seit Jahren diskutiert wird, ist ja das Thema der Beitragspflicht zur Betriebsrente. Da ist ja bekannt, dass die Betriebsrentner ab einem bestimmten Betrag im Monat Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse und Pflegebeiträge zahlen müssen, und zwar in voller Höhe aus eigener Tasche. Das sorgt für massiven Unmut in der Bevölkerung. Aber hier geht es ja um die Frage, muss ich auf eine private Rente Kranken- und Pflegebeiträge zahlen? Und grundsätzlich ist es so, wenn ich selbst Mitglied in der Krankenversicherung der Rentner bin, das ist die zwingende Voraussetzung dafür, muss ich für die privaten Renten keine eigenen zusätzlichen Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge zahlen. Wer freiwillig gesetzlich versichert ist und eine Rente bezieht, da sieht die Sache anders aus. Dort greift die Krankenkasse dann in voller Höhe bei diesen privaten Renteneinnahmen wieder zu. Aber generell kann man sagen, und das betrifft ja die Masse der Menschen oder die Masse der Rentnerinnen und Rentner, die sind ja in der KVDR pflichtversichert, dass sie auf diese privaten Renteneinnahmen keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen müssen. Alles zum Thema Kranken- und Pflegeversicherung und Mitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.